erfolgreichen Bezwingen des ersten Testszenarios beglückwünscht. Hallo zu. Nur ein kleingeistiger Subprofessor würde anmerken, dass es in der vorangegangenen Mission keine Überlageoption gab. Wenden wir uns nun dem zweiten Testszenario zu. Diese simulierte Startopia Station befindet sich in der Umlaufbahn von Jupiter 3. Zu Jupiter 3 ist folgendes in der intergalaktischen Daten. Ey, wir können auch einfach anfangen. Komm, es ist egal. Kann man sich so mal angucken irgendwann. Zweiten Testszenario Command R. Wie schon eingangs erwähnt, haben Sie hier nun Zugriff auf das Biodeck, um Pflanzen anzubauen und Ihren Besuchern eine heimelige Atmosphäre zu erschaffen. Rechnen Sie in diesem Szenario auch vermehrt mit kranken Aliens an Bord, deren nicht kranke Aliens sind ekelhaft. Ableben enden kann. Es gibt hier sowas wie Terraforming auch, ne? Man kann hier so das malen. Wenn wir sagen, wir brauchen von dem Blauen noch ein bisschen mehr, dann machen wir das so. Dann haben wir von dem Blauen noch ein bisschen mehr und da wachsen halt andere Sachen. Nicht, dass ich an Ihren geistigen Fähigkeiten zweifeln würde, aber vorsichtshalber möchte ich Sie auf die äußerst banale Logik hinweisen, dass mehr angestellte Dryaden schneller dafür sorgen würden, dass sie die benötigten Ressourcen zusammenbekommen, da diese neue die arbeiten offenbar hier oben. Wir brauchen hier unten Commander, durch das Anstellen einer Dryade wird Ihr Biodeck nun gepflegt und produziert Rohstoffe. Dies ist zwar dringend nötig für die Absolvierung Wir brauchen erstmal Sauerstoff. Trotzdem war ich nicht sicher, ob Sie dies erkennen würden. Mein Evaluierungsprozess scheint etwas zu pessimistisch zu sein, was Sie betrifft. Müllroboter? Irgendwo hin. Egal. Kann man sicherlich auch anordnen, dass es schön aussieht. Dass sich nun schon Ungeziefer ausbreitet und für Krankheiten sorgen kann. Zynische Verwalter werden nun abwägen. Ich bin sehr gespannt auf Ihre Entscheidung. Schlafen hier. Bestätige neue Kurier. Hier, kann man das bauen? Sieht das gut aus? Das ist die richtige Größe? Ich glaube nicht, die muss... Ah, Moment, wir müssen natürlich noch Leute anschaffen, die da arbeiten. Ich wollte die haben. Alle. Ja, alle. Habe ich schon guten Tag gesagt? Entschuldigung, die Einleitung war so ein bisschen komisch, ne? Hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Starbase, Space, das geht nicht so leicht von der Lippe. Space Startopia. Das sieht nicht gut aus. Das sieht irgendwie falsch aus, was ich hier gemacht habe. Also, duschen können wir hier nicht. Das ist unsere Essensstation. Nee. Oh mein Gott. Bau mal. Was könnten wir noch? Wir brauchen mehr Platz. 10.000 kostet das. Wir öffnen das Schott und erweitern unsere Station. Oh, sie zeichnet. Was haben wir denn? Kranke Aliens geheilt. Null. Also, wie wäre es mit einer Krankenstation? Die bauen wir einfach hier so rein. Ich habe keine Ahnung, wie groß die sein muss. Es gibt ein Minimum auf jeden Fall und es gibt sowas. Machen wir zwei Eingänge. Auch hier. Wir haben Wartestühle. Wartezimmer. Hallo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind Behandlungsstationen. Puh, 2. Ich glaube, wir brauchen noch mehr Warteplätze. Wir brauchen Sauerstoff. Und wir brauchen noch eine Koje zum Waschen. So, das sieht mal interessant aus. Mit 4 Türen. Damit die sich nicht so stauen. Commander, ich bin fasziniert davon, da werden die stauen. Aber nicht stauen. Ich persönlich halte diese für eine absolute Verschwendung. Sauerstoffbasierte Lebensformen sind so unflexibel. Commander, die Krankenstation wurde erfolgreich errichtet.
Damit können sie sich nun um die kleineren Problemchen ihrer Besucher kümmern, wie Ausschlag oder baldiges Ableben. Baldiges Ableben. Lebewesen sind ziemlich empfindlich. So, Nahrungsmittel einlagern. Einlagern steht da, das heißt, wir brauchen ein Lager, das habe ich schon gesehen, das haben wir da. Muss da an der Wand gebaut werden. Die arbeiten fleißig. Ja, ganz gut, das haben aber kein Mühlager. Mit einer Kommunikationszentrale hätten sie vermutlich von dem eben ihre Station passierenden Doktor erfahren. Interessant, nicht wahr? Kommunikationszentrale, ja. 2,5. Fusilladestation brauchen wir. Ihre treuen Fuzzies können nun Materialien dort einlagern. Ich beglückwünsche Sie herzlich zur Bewältigung dieser banalen Aufgabe. Chapeau. Vielen Dank. Chapeau. So, dann können wir hier oben Sachen einsammeln. Haben die hier schon was geerntet? Hier, Nahrungsmittel. Die werden natürlich auch irgendwann von den Fuzzies geholt, aber ich kann das auch von Hand machen. Manche sind krank, ne, wie es aussieht. Achso, wir sollten Leute einstellen. Davon. Oh, kostet das... Das kostet Energie und keine Energie. Warum sagt denn keiner was? Alternative Atmosphärenfilter. Halluzinogener Nebel nehme ich. Ohne zu lesen, was das macht. Meine Fuzzies damit beauftragen, das Halluzinogen in die Luftschächte von Startopia zu leiten. Sie werden sehen, wie wundervoll es wirken wird, bevor sie auch nur Neurotoxin sagen können. Neurotoxin. Ich finde, ich habe das ziemlich schnell gesagt. So, dann sammeln wir noch ein bisschen Müll. Der ist krank. Der muss irgendwie weg. Ach, und hier kommt Sauerstoff dann rein. Oben wird Sauerstoff produziert. Ich dachte, die arbeiten von alleine. Zumindest hat man das im vorigen Szenario. Ups, komm nicht weg. Jetzt gar nicht gesehen. Oder in der vorigen Mission, meine ich. So, Müll ist hier nicht so viel hier heute, ne? Oh, ich habe gerade den Müll recycelt. Naja. Nahrungsmittel, meine ich. Statt nur Müll. Oh Gott, oh Gott. Ich soll da Nahrungsmittel einlagern. Räume voller Fracht. Lukrative Leere. Pro leeren Platz plus 10 Energie. Oder pro belegtem Platz plus 10. Ja. Wir müssen das Lager füllen. Wenn Sie eine schnell. Explosion an Bord verhindern wollen, dann sollten Sie das Objekt entfernen. Hier ist auch was. Könnten dies allerdings auch ausnutzen. Hier arbeitet keiner. Was ist das für eine Krankenstation? Ja, diese grauen Leute arbeiten hier. Commander, Sie haben erfolgreich mehr. Achso, Moment, ich sollte noch mehr. Offensichtlich haben die zahlreichen Ausbildungsjahre bei Ihnen Wirkung gezeigt, dass Sie schon solch eine triviale Aufgabe erledigen können. So, jetzt sollten wir es aber haben. Was ist mit den Dingern hier? Die recyceln wir wieder. Okay, okay. Sieht besser aus, ne? Sieht nicht so überlaufen aus wie beim letzten Mal. wo wollte ich hin? Ich wollte oben ins Biodeck. Genau, wir sind schon wieder dabei. Nahrungsmittel. Na, dann sammle ich die mal ein. Sauerstoff, das probiere ich mal aus. Hier sind Mineralien entstanden, bei diesem Radioaktiven offenbar. Was kostet hier? 20.000 kostet hier die Erweiterung. Hier sind Mineralien. Und die machen hier Fasern, ja, okay. Und Sauerstoff scheint aber auch nur hier auf dem Weißen, was auch immer das ist, produziert zu werden. Da hinten sind noch Mineralien. Ja, ich glaube, ich habe erstmal alles. Einlagern ist hier. Sauerstoff kommt hier drauf. Und hier. Und die Mineralien. Auch hier hin. Dryade, ich hatte die doch schon. Commander, so. Diese angeheuerten Dryaden werden die Dauer gute Arbeit, ja, endlich. Hoffentlich auf ein akzeptables Niveau reduzieren.
Ich denke, wir können das als gute Arbeit vermerken. Anmerkung, gute so. Arbeit wurde verworfen. Werden hier Leute geheilt? Ah, was ist denn das? Ungeziefer, jetzt weg damit. Erfolgreich Ungeziefer eliminiert. Dadurch können sie eine größere Ausbreitung der Krankheiten vermeiden. Aber andererseits möchte ich doch Krankheiten haben, damit ich den ersten Besucher behandeln Leute heilen kann. Ich denke, das ist akzeptabel. Wieso wartet hier überhaupt keiner? Keiner krank. Ich bewundere Ihren Minimalismus, da Sie bisher auf eine Kommunikationszentrale verzichten. Man hört beispielsweise von reisenden Doktoren, die Sie unterstützen könnten, aber vermutlich ist das ja nichts für Sie. Nee, ist nicht mein Ding. Wir haben das, was ist das? Eine Fabrik. Uff. Großes Gebäude. Können wir das einfach hier so... Ja. Wir sollen ja da irgendwas herstellen. So, hier wird gerade recycelt. Sehr gut. Ach, sie haben echt wenig Energie. Ich bin dann mal wieder auf dem Biodeck. Tschüssi. Fasern wollen wir nicht. Nahrungsmittel liegen hier rum. Oh, ich wollte sie ihm nicht wegnehmen, sorry. Sie haben es geschafft, eine Fabrik zu errichten. Hätte die schon. Bemerkenswert, wenn ich Ihre bisherigen Leistungen in Betracht ziehe. Ja, wir brauchen definitiv mehr Energie, um hier oben größere Fläche zu haben. Das dauert mir zu lange. Den hatte ich mit aufgesammelt, das wollte ich gar nicht. Der klingt wie R2D2. Dann so, werde ich eine extra große Fabrik produziert Schaltkreise. Commander. Die Besucher oder werden es kaum merken und die Pflanzen werden sprießen und gedeihen wie nie zuvor. Was haben wir denn noch? Oha, einiges. Ne? Was ist das hier? Eine Krankenstation? Wieso kann man das in der Fabrik produzieren? Was bringt das? Müssen wir mal ausprobieren. Vielleicht muss man dann keine Energie dafür bezahlen, wenn man das Ding hat. Wahrscheinlich ist es das, ne? So 5 von diesen Fabrikatoren, von Schaltkreisen fabrizieren, so rum. Aber wir brauchen dafür Mineralien. Davon haben wir jetzt im Augenblick noch nicht. Krankenstation Kernsanierung. Wissen oder recherchieren. Eine Chance von 10%, eine Krankheit sofort zu diagnostizieren. Aber Diagnosen dauern dreimal so lang. Nein, dann nehme ich dankbare Patienten. Ich kann diese Wahl zwar nicht gutheißen, aber es ist Ihre Beerdigung. Commander, ich möchte Sie darüber informieren, dass Sie bereits ein Drittel der geforderten Aliens erfolgreich behandelt haben. Ich gehe davon aus, dass Sie sich jetzt fast schon kompetent vorkommen. Ja, in gewisser Weise. Das ist so, wenn man Dr. Google fragt. Ungefähr so kompetent frage ich mich. Da fühle ich mich. Krass, wie viel Müll wir letztes Mal hatten. Das ist also unglaublich. So viele Leute, alle unzufrieden. Und diesmal sieht es so viel angenehmer aus. Warum wird unsere Station diesmal nicht so überlaufen? Was ist das? Aliens behandeln lassen, reisenden Doktor Commander, wegschicken? Sie haben bereits die Hälfte der zu heilenden Aliens kuriert. Ja. Eine akzeptable Leistung, wenn man die Zeit ignoriert, die sie dafür gebraucht haben. Fabelhafte Fabrik, im Material gespart. Benötigt Materialkosten werden halbiert. Ja. Wie Sie wünschen, Commander. Ich hoffe, Sie haben sich das gut überlegt. Brauchen weniger Mineralien dadurch. Ich gehe gleich mal gucken, wie viele Mineralien wir so rumliegen haben. Commander, keine. Ich stelle fest, dass das mit den zu behandelnden Aliens in angemessener Geschwindigkeit läuft, wenn man die Umstände berücksichtigt. Mit Umstände meine ich sie, falls Ihnen dieser Seitenhieb wie alle Seitenhiebe zuvor entgangen sein sollte. Ich weiß nicht, was er meint. Wie heißt er überhaupt? Gil? Val? Der Crate mit Garbage wird bald explodieren und zahlreiche Aliens infizieren. Eingesammelt, kein Problem. Da auch. Da auch. Ungeziefer. Müll einsammeln. Ah ja, es gibt doch so ein bisschen zu tun nebenbei, ne? Das ist doch ganz nett. Aber hier Abstand halten, ne? Also gerade wenn hier so Infizierte rumlaufen, das wissen die doch selber.
Was ist das hier? Achso, ja. Warum auch immer leuchtet. Radioaktiv verseucht. Ja, der macht nichts. Okay, alles weg. Viel Müll. Schaltkreise, es fehlen noch zwei. Stehen die hier in der Warteschlange? Ja. Dann haben wir Mineralien? Nee. Warum nicht? Biodeck zu klein. Wir haben aber auch keine Energie. Wir haben aber extrem viele Fasern. Moment. Ha, wir kriegen Energie für volles Lager. Nicht dran gedacht. Also alles schnell einsammeln und unten ins Lager bringen. Schmuggelware sehr gerne. Was auch immer da drin ist. Commander, ein prominentes Alien mit einer schweren Form der Erkältung ist auf der Station angekommen. Nahrungsmittel. Sie sollten sich darum kümmern, dass dieser Besucher schnell behandelt wird, da die Krankheit höchst ansteckend ist. Verhindern Sie auf jeden Fall, dass Ihre Besucher zu Schaden kommen. Würde ich machen. Ich habe nur da tatsächlich keine Ahnung wie. Haben wir unser Lager? Hier. So, die ganzen Fasern lagern wir ein. Schmuggelware, Nahrung haben wir dann ausreichend? Ja, es ist ausreichend. 7 Aliens noch. Schaltkreise produzieren müsste loslaufen. Ne, es waren keine Mineralien dabei, verdammt. Wir gehen nochmal aufs Biotech, Terraform zu radioaktiv. Das geht auch größer. Hier liegen Sachen rum. Noch unten. Ich guck gleich mal, ob ich den VIP finde. Ja, ruhig R2. Kann man Besuchern irgendwas sagen? Also du da. Was ist das? So leuchtet der denn so? Geben Sie nach. Wir haben soeben einen VIP auf Startopia empfangen, um medizinische Versorgung zu leisten. Vielleicht in der Nähe der Schleuse? Hier, da ist so ein Pfeil dran, VIP. Das ist Arnold Schwarzenegger. Aber er scheint es nicht zu sein. Auch dringend einen Arzt. Angestellten hat gekündigt. Anspruch, Sternchen dran. Wir haben alle ein Sternchen dran. Ja, ich brauche dringend einen Arzt, ne? Aber erstmal hier schön die Kohle. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Kann man die greifen? Nee, kann man nicht. Kann man macht ein Nickerchen herumtreiben? Ein Nickerchen machen? Nee, das sind so die Aktionen, die gerade vorhaben. Einsperren lassen? Ja, der hat gekündigt, ja. Wow, danke. Sage ich mal, ich habe keine Ahnung. Was das bedeutet, sind gerade Leute dazu gekommen. Ich hätte es vielleicht lesen sollen, aber ich dachte, ey, wir sind sowieso gleich durch. Es ist keiner gestorben und wir brauchen noch einen Schaltkreis. Für den wir zwei Ressourcen. Ich dachte, wir brauchen weniger Ressourcen. Wir hätten da was geupgradet. Wieso liegen hier so viele Nahrungsmittel rum? Ich dachte, hier werden Mineralien hergestellt in diesem radioaktiven Gebiet. Ich habe die Pflanze jetzt mal erwischt. Ja, einmal Müll, Moment. Oh, hier übergibt er sich gerade. Ich würde es gerne einsetzen. Ah. Nee, da nee. Achso, oh Gott, ich habe das hier noch angeklickt. So, das hier wird eingelagert.
Lager ist vielleicht voll, oder? Nee, ist noch Platz. Das gibt uns auf jeden Fall mehr Energie und wir können uns das eigentlich schon leisten, dass wir oben... Oh, ja doch. So, das einsammeln. Ach, Moment, vielleicht liegen hier noch mehr Crates rum. Ja. Da ist einfach nur so rot. Könnten auch im Biodeck sein. Datopia ist insgesamt eher positiv. Interessant. Alles Nahrung, das ist ja merkwürdig. Vielleicht fällt es von den Bäumen ab. Ach so, es haben ja Leute gekündigt. Ne? Das ist, glaube ich, ein Problem. So, stellen wir ein paar Leute an, dass die hier oben arbeiten. Tja, Nahrungsmittel. Wir wollen doch Mineralien. Wir brauchen Mineralien. Nur ganz wenig. Wir haben das hier. Ja. Schott öffnen. Oh, hier gibt es andere Terraformen. Ja, lassen wir das mal so. Also ich bin der Meinung, dass das Mineralien geben müsste. Ach, das ist ja der Fahrstuhl, ne? Mit dem es nach unten geht. Der hat sogar Fahrstuhlmusik. Sie sollten wissen, dass Sie prominenten Besuch bekommen haben. Herrlich. Sorgen Sie für eine schnelle und diskrete Behandlung in der prominente Besuch. Einer von denen. Der hier. Kriegsheil? Was ist das denn für ein Name, bitteschön? Macht nichts, steht hier nur rum, Statusinfo. Back arbeitet, hat leichtes Fieber, aber dass er ein VIP ist, sieht man hier nicht. Und wie ich ihn... Ach du Scheiße, was ist hier für Ungeziefer los? Hier so, da ist noch einer. In der Station... Oh Gott! Hier muss eine Bombe explodiert sein, die ich übersehen habe. Krass. Auf einmal geht hier doch alles im Bach runter. Oh, jetzt sind alle krank. Einfach schnell einen Schaltkreis bitte. Das wäre so hervorragend. Es hilft nicht mehr einen Auftrag zu geben, ne, wenn man keine Ressourcen hat. Dann hätten wir es nämlich erledigt und dann fällt uns das hier nicht auf die Füße. Dass hier noch Leute sterben oder so. Das ist ungeziefer ekelhaft. Hier ist noch mehr davon. Dahin auch. Nicht schön, nicht schön. So, Müll weg. Mehr Energie. Ups, 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 ups. Ach komm, weg damit. Zack, alles recycelt. Da, Mineralien, sehr schön. Eins. Hier ist Medikamente, auch nice. Unerwartet zwar. Aber warum nicht? Ich sammle mal ein paar ein. Da hinten ist Nahrung. Verdammt. Brauch doch die anderen Sachen. Eine Crate mit Garbage wird bald explodieren und zahlreiche Aliens infizieren. Eingesammelt. Das Ungeziefer wäre ich hier nicht los. Das wird immer mehr. Ganz kurz die... Mineralien abgeben, vielleicht reicht das. Die Medikamente in die Krankenstation. Werden die hier gebraucht? Ja. Wenn nicht, lagern wir die hier ein. Crate hier hin.
und gucken, ob noch irgendwo so ein Ding rumliegt. Ah, oh, da habe ich nicht aufgepasst, ne? Ich hoffe, dass das nicht... Vielleicht liegt es auch am Müll. Wir könnten mehr so eine Müllsammelstation bauen. Sieht die Sauerstoffversorgung aus? Auch schlecht. Commander, soeben ist eine Crate mit Garbage explodiert und hat potenziell Aliens in seiner Umgebung infiziert. Ich schwanke noch in der Beurteilung, ob ich dies als Inkompetenz oder moralisch fragwürdig von Ihnen beurteilen soll. Inkompetenz und moralische Fragwürdigkeit in Personalakte vermerkt. Eins von zwei. Ja, es fehlen nach wie vor Mineralien, leider. Ja, wir gehen mal runter, gucken, ob wir das direkt bei der Fabrik abgeben können. Und die produzieren sehr schön. Dann hätten wir die Mission erledigt, bevor uns das hier alles um die Ohren fliegt. Oh Gott, dieses Ungeziefer. Ich mache es weg, aber trotzdem. Ich werde der Lage nicht her. Sind angebracht, Commander. Sie haben sich auch in diesem Testszenario einigermaßen wacker geschlagen. Einigermaßen, ja, ja. Ich werde Ihre mittelmäßigen Taten sofort im Mahnmal der Schande vermerken. So nenne ich Ihre Personalakte, Commander. Das müssen Sie nicht verstehen. Es ist ein amüsantes Datenpaket, das zwischen meinem Sarkasmusprozessor und meiner Evaluierungsco-Routine hin und her geht. Okay. Na dann, wieder eine Runde rum. Eine Folge rum, ein Video rum. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Falls ihr schon länger dabei seid, dann herzlichen Dank dafür. Und wenn nicht, dann abonniert doch den Kanal. Dann könnt ihr da ein bisschen mehr von sehen in der Zukunft. Bis dann. Ciao.